Mein Regiment lag unmittelbar in Lenino, das ist ein Vorstadtbahnhof von Moskau. Ich konnte von meinem Gefecht dann aus die Türme von Moskau sehen. Ich habe eine 10 cm Kanonenbatterie vorgeholt zu meinem Gefecht und habe hineingeschossen nach Moskau. Denn die schießt über 20 Kilometer, ne? So dicht waren wir dran. Und dann lag mein Regiment mit beiden Bataillonen diesseits und jenseits der Straße. Das war eine Dorfstraße, so Arbeitersiedlung, beiderseits der Straße. Mit kleinen Vorgärten und so. Und die kamen nicht vorwärts und kamen nicht vorwärts. Da ging ich recht zum ersten Bataillon und sagte, wann kommt ihr denn endlich wieder weiter vor? Ja, wir kommen nicht vor, wenn das dritte Bataillon nicht auch jetzt. Da ging ich zum dritten Bataillon, die sagten mir dasselbe. Nicht? Ich sagte, da ist doch gar nichts mehr los. Seit Stunden schießt hier nichts mehr. Da ist doch gar nichts mehr da.